Hier mit Michael Paffrath, also known as Peffi. Michael, ihr seid hier mit dem Fußclub Köln angereist zu einer großartigen Rückrunde. Wie läuft's bisher? Ja, eigentlich muss ich ja erstmal so anfangen. Ich bin natürlich ultra nervös, jetzt hier mal vor der Kamera zu sitzen. Also sonst sitze ich ja immer nur dahinter. ist ein bisschen durchwachsen heute, wie auch schon in der Hinrunde. Wir haben unsere erste Begegnung gewonnen tatsächlich gegen Stauffenberg. Das war auch auf jeden Fall ein Pflichtsieg. Dann leider mit einem Punkt Unterschied gegen Kleinzimmern verloren. Ja, und dann haben wir nicht die Kurve gekriegt in der Begegnung mit Bonzini als Auswärtstisch. Gegen Nürnberg da irgendwie mal wieder ein bisschen Anschluss zu finden. Also echt durchwachsen, müssen jetzt noch ein hartes Los gegen Devils Oldenburg. Ja, normalerweise sitzt ja immer nur Sieger hier, die interviewt werden. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ja, vielleicht seid ihr zukünftige Sieger. Also ich interviewe ja auch gerne mal zukünftige Sieger. Das ist nett. Ich denke, das läuft gegen Oldenburg. Ja, das wird natürlich sehr schwer. Also Oldenburg ist auf jeden Fall definitiv Favorit gegen uns. Zumal wir halt auch auf unserem Heimtisch auf dem Leonhard nicht so performt haben, wie es eigentlich notwendig wäre und eigentlich zu erwarten war. Und die spielen halt auch Leonhard, also das wird schon ganz, ganz hartes Spiel. Ja, aber Arbeit. Dann habt ihr wenigstens nicht das fiese Bonzini los jetzt gleich. Das bleibt der Heimtisch. Was, du sagst ja jetzt gerade schon, es ist ein bisschen durchwachsen heute. Kannst du es festmachen, woran es liegt, warum ihr nicht so richtig in den Tritt kommt? Ja, wir haben nicht ein Ausstellungsproblem gehabt, aber wir waren uns irgendwie nicht so sicher, wie wir aufstellen sollten, weil zur Hinrunde waren wir mit ein bisschen anderen quasi Line-Up da. Und im ersten Spieltag haben wir eigentlich noch ganz gut aufgestellt. Dann ist von uns Fabian Bein, der musste weg, war in der Kirche über einer Hochzeit. Ist dann jetzt zum dritten Spieltag wieder zurückgekommen. Ja, und dann haben wir halt im zweiten Spieltag, mussten wir halt dann irgendwie auch anders aufstellen. Und das hat irgendwie nicht so ganz gut funktioniert. Ich kann nicht mal genau sagen, woran es lag. Aber das war irgendwie, ja, da ist ein bisschen so ein Knick reingekommen. Da haben wir schon relativ schlecht so mit den Matches begonnen. Und so ganz konkrete Gründe gibt es eigentlich gar nicht dafür. Haben halt auch also die Stimmung im Team ist weiterhin gut und ihr seid frohen Mutes, dass das jetzt gleich zumindest klappen kann. Ja, wir sprechen auf jeden Fall von einer gesunden Verhältnismäßigkeit zwischen für das, was wir bis jetzt halt leider erreicht oder nicht erreicht haben, dafür ist die Stimmung noch in Ordnung, ja. Aber wir sollten auf jeden Fall versuchen, wieder, so wie in der Hinrunde, da haben wir eigentlich einen sehr versöhnlichen Abschluss für uns hinbekommen, da haben wir gegen Wildcard Wiesbaden noch sehr deutlich gewonnen, wo wir dann erst auch sehr viele nicht zufriedenstellende Ergebnisse hatten. Und vielleicht schaffen wir das wie in der Hinrunde irgendwie nochmal so nachzumachen. Du hast es ja gerade schon selber angedeutet hier, nicht nur jemanden, der selber passioniert kickert, sondern auch jemand, der sich hier ganz arg einsetzt, damit zum Beispiel das, was wir hier gerade machen, funktioniert und der so ein bisschen Einblick hat in die ganze Veranstaltung. Wie beurteilst du denn so das Ganze, den ganzen Tag heute hier so? Pardon. Ich muss sagen, ich war auf dieses Jahr und auch letztes Jahr schon auf sehr, sehr vielen großen Events auch. Meist dann immer so verantwortlich für die Technik und auch hier heute oder auch gestern habe ich hier schon die Technikkomponente irgendwie gemacht. Aber ich muss sagen, dieses Event hier ist wirklich sehr, sehr gut geplant und wir haben irgendwie keine Probleme und das ist ganz oft in Abhängigkeit zu dem, was halt vorbereitet wird von den Leuten, die dieses Event stemmen. Und von daher kann ich eigentlich nur ein großes Lob an die aussprechen, die das halt einfach so gut organisiert haben, dass wir halt eben so einen reibungslosen, ja, im Prinzip Stream, Turnierablauf, all das ist halt einfach, ich sehe irgendwo keine Probleme. Und das ist schön, weil wir haben sehr, sehr viele Turniere, wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da wird bis spät in die Nacht gespielt, dann gibt es halt auch mal technische Probleme, wo man vielleicht auch auf Externe irgendwie davon, von denen abhängig ist und so, da hat man nicht immer alles so in seiner Macht. Also das kann schon mal durchaus sehr, sehr wild zugehen. Und hier, das ist schon wirklich, man sieht, da ist eine gewisse Routine drin, die Leute machen das hier einfach nicht zum ersten Mal. Das ist über die Jahre gewachsen, ja. Diese Souveränität. Großer Respekt, Hut ab, finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt doch nochmal eine letzte Frage an dich als Spieler. Der Modus wurde ja zu diesem Jahr geändert. Das wird wahrscheinlich morgen noch interessanter werden dann, diese Modusänderung. Aber hast du jetzt schon ein Gefühl, also ich meine, es hat sich auch was an der Anzahl der Sätze geändert. Bist du zufrieden? Ich muss sagen, oder ich würde ganz kurz vorweg schießen, dass ich halt eigentlich jemand bin, der im Zuge von höheren Zielen gerne auch irgendwelche sozusagen Korrekturen an Modi akzeptiert und für dieses größere Ziel da gerne auch Einschränkungen macht. Ich selber finde den Modus gar nicht so schlimm als Spieler, weil ich es eigentlich cool finde, man hat ein bisschen mehr einen Fokus auf die Spiele der anderen auch. Es wird bei uns in der ersten Bundesliga nicht gleichzeitig gespielt, das heißt, alle stehen um den Tisch herum, das ist stimmungsmäßig, das ist cool.
Und, also so für das Teamgefühl meinst du? Genau, richtig. Und da gebe ich dann gerne auch, sag ich mal, ein bisschen Spielzeit ab und versuche dann einfach den Fokus darauf zu legen, auf die Spielzeit, die ich habe, die vielleicht ein bisschen weniger ist als bei dem alten Modus, versuche ich dann da halt einfach am effektivsten zu sein, wie es halt geht. Ja? Und das ist das ist eine anstrengende Veranstaltung. Du stehst hier von morgens bis abends und da bin ich auch, also nicht böse, dass ich jetzt anstatt 3,5 Stunden irgendwie nicht mehr 8 spielen muss. Also das ist halt aber meine persönliche Meinung. Ne? Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und ich würde sagen, du gehst jetzt mal zu deinem Team und ihr macht die Aufstellung für diese letzte Begegnung. Ich wünsche euch natürlich ganz unvoreingenommen nur das Beste. Werden mir das Spiel auf jeden Fall auch angucken und bedanke mich an der Stelle bei dir ganz herzlich. Sehr, sehr gerne. Danke dir für deinen Einsatz.